zurück bei Hearthstone. Juhu, wir sind weiterhin in der Arena unterwegs. Runde 2, beziehungsweise Runde 3 hier heute. Aufnahme 2, so rum. Oder Folge 2, oder wie auch immer man es nennen möchte. Wir haben einen Sieg, eine Niederlage. Wenn es so weitergeht, dann kriegen wir zumindest 2 Siege zusammen, weil wir ja immer erst eine Niederlage hatten. Aber egal, ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt erstmal gewinnen. Zack. So. Und ich werde jetzt heute einfach mal richtig schön aggressiv spielen. Ich werde sofort versuchen, alles wegzuballern, was der Mensch raushaut. Dem klatsche ich jetzt richtig meinen Schwengel um die Ohren. Sag ich euch. Also mit Schwengel, mein Schwengel heißt Anduin. Scheiße. Naja, ich hätte, glaube ich, immer Scheiße gesagt, weil es ist halt einfach Scheiße. Ey, und ich bin aber wenigstens immer nicht zuerst dran. Das ist gut. Das ist gut, Leute. Freunde, das ist gut. So. Das war ja mal blöd. Naja. Was soll's? Können wir am Anfang auf jeden Fall nichts machen? Ist schon mal ein Anfang. Auf jeden Fall. Gut. Nö. Vielleicht hat er auch ein Kackdeck. Man weiß es nicht. Können wir was gegen ihn machen? Nein, wir können gegen ihn nichts machen. Das ist natürlich schade. Ich will jetzt ihn ausspielen hier. Wenn wir die noch mitmachen, dann kann er quasi uns weghauen. Wird er höchstwahrscheinlich auch machen, aber damit wird er dann Anduin nicht angreifen. Ich mach das einfach mal. Vielleicht ist es blöd, aber egal. Komm. Lass die Schmerzen sprechen. Ja, es war klar, dass er das gemacht hat. Sehr gut. Jetzt können wir einfach mal nichts machen. Das ist schön, wenn man immer irgendwie was verschwendet im Zug. Ich könnte niemanden heilen. Das wäre aber schon was. Ich mach einfach mal so. Einfach mal zum Spaß, wa? Weil wir es können. Jetzt denkt er, wir wären Noob, weil er gesehen hat, dass wir uns geheilt haben, obwohl es ja gar nichts bringt. Jetzt freut er sich erstmal. Das ist ein Noob. Und er hat recht. Er hat verdammt nochmal recht. Ansturm. 2 Schaden macht er dummerweise nur beim Ansturm. Das reicht also dementsprechend nicht. Gut, dann zieht er eine Karte. Er zieht dann 2 Karten letztendlich, bis er tot ist. Ich könnte auch ihn hier raushauen. Ne, mache ich nicht. Den haue ich erst später raus. Wir machen das jetzt so. Jetzt gibt es hier einen Ansturm. Jetzt zieht er eine Karte. Ich frage mich ja, was er noch so für Karten auf der Hand hat. Ich muss sagen, bisher finde ich gar nicht, dass er so gute Karten auf der Hand hat. Ich finde die gar nicht so geil, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass die geil sind, weil ich ja keine Ahnung habe. Ne? Rotes Drecksauge. Ja, genau. Komm, tu's. Komm schon, tu's. Er wird ihn erstmal heilen, ne? Wieso heilt er ihn nicht erstmal und haut mich dann um? Er haut mich dann ja nicht mal um, aber dann wird er nicht umgehauen. Also ich würde an seiner Stelle, würde ich ihn jetzt heilen, dann hier drauf gehen, weil dann, okay. Hätte er noch eine Karte gezogen. Gut. Muss man ja auch nicht machen, ne? Stellt bei allen Charakteren 2 Leben wieder her. Er macht 7 Schaden. Das ist eher suboptimal, weil wir können ihn nicht weghauen. Wir können nichts gegen ihn machen momentan. Wir haben nichts gegen ihn. Sprich, heilen bringt jetzt nichts, weil er uns eh wegballert. Er wird uns eh weghauen. Wobei es auch gut sein kann, dass er mit dem eher auf Anduin geht, weil er 7 Schaden macht. Ich frage mich, ob... Plus 2 Leben und zieht eine Karte. Ich bin mir gar nicht so ganz schlüssig, falls man das noch nicht mitbekommen hat. Ich bin mir nicht ganz schlüssig. Ich hau die hier mal raus, damit wir ein paar Diener auf der Hand haben. Schnell entscheiden.
Und dann, komm, heilen wir uns einfach mal hoch. So, jetzt ist er erstmal weg. Jetzt wird er höchstwahrscheinlich erstmal auf Anduin 7 raushauen. Vielleicht haben wir Glück und er lässt... Nein, er lässt sie nicht zufrieden. Ich würde auf den gehen, mein Freund, weil der hier hat... Das sollte ich mir gründlich überlegen. Ja, macht er auch. Hat ihn wieder hochgeheilt. Ist direkt fertig. Was ist denn da los, ey? Gut. Dann machen wir den hier, ne? Am besten. Oder wie, oder was? Weil er den dann direkt weghauen wird. Aber er würde sich dann auch selbst damit weghauen. Was gar nicht so kacke ist. Es sei denn, er hat noch eine andere Karte auf der Hand. Was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird. Ist mir aber egal. Ich hau den jetzt erstmal raus. Jetzt müsste er sich selbst vernichten. Oder er hat, wie gesagt, etwas auf der Hand, womit er ihn hier ausschalten kann. Was höchstwahrscheinlich auch der Fall sein wird. Gehe ich zumindest stark von aus. Nein, es ist nicht der Fall. Hau drauf. Sehr gut, mein Freund. Hast du gut gemacht? Finde ich super. Was kommt jetzt? Oh. Das ist natürlich eine ganz nette Karte, ne? Muss man einfach sagen. Wenn er den geheilt wird. Gut. Vielleicht mal +1/+1 so ein Spott. Sie hat drei Leben. Drei Leben. Können wir die irgendwie... Ihr wisst schon, was ich meine. Nee, können wir aber anscheinend nicht. Das ist natürlich schlecht. +1/+1 so ein Spott. Noch drei übrig. Was tun? Er wird jetzt damit... Okay, er wird uns ja eh weghauen. Wir machen das so. Weil... Jetzt muss er ihn weghauen. Wenn er versteht, was ich meine. Damit, hoffentlich. Und damit wir hier noch ein bisschen mehr Action reinbekommen, machen wir noch einen auf den. Jetzt könnten wir natürlich hier dem auch noch +2 geben. Bringt nur nichts, weil er hat dann nur 4 und damit würde er uns trotzdem weghauen. Dann würde ich sagen, wir behalten die Karte für den hier. Oder für den. Müssen wir mal sehen, wie wir das am besten machen. Machen wir hier drauf. Mal schauen. Ich bin ein Meister der Magie. Er hat bestimmt jetzt irgendwas gegen... Ja, ja, ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass er so eine Karte irgendwann auf der Hand haben wird. Aber das ließ sich nicht verändern. Bringt einen Diener zum Schweigen. Ja, das bringt uns nicht so viel, weil der hier +1 Zauberschaden. Gut. So was tun wir. Was tun wir? So. Stellt 3 Leben wieder her. Das ist nicht schlecht. Dann machen wir mal zack. Und dem hier... Ach, dem möchte ich eigentlich nicht. Nee, das Schweigen möchte ich eher noch für... Für einen Spotter oder sowas aufheben. So, mal gucken, was jetzt kommt. Ich hätte ja auch ganz gern mal hier den AOE, ne? Hier. Die heilige Nova. Wäre schön, wenn die auch langsam mal kommen würde, denn die habe ich auch im Deck. Zieht es meine Karte, wenn ihr einen Zauber wirkt, alles klar. Ist jemand verletzt? Bei dem zum Beispiel. Okay, der kriegt massig Karten zusammen hier. Alles nicht so optimal gerade. Alles nicht so optimal. Bringt alle feindlichen Diener zum Schweigen, zieht eine Karte. Zack. Das ist doch mal eine gute Karte gewesen. So. Setzt den Angriff eines Dieners auf einen Wert, der seinem Leben entspricht. Bringt
uns hier ganz gut was. Stellt 3 Leben wieder her. Bringt einen Diener zum Schweigen. Stellt 3 Leben wieder her. Können natürlich jetzt direkt hier draufhauen. Wenn wir jetzt allerdings... Nee, wir hauen hier auf jeden Fall drauf. Oder da. Was tun wir am besten? 3 Leben. 3 Leben. 3 Leben. Machen wir es so. Jetzt kann ich 3 Leben wiederherstellen. So. Und so machen wir das. Tja. Was macht er jetzt? Stille, schweigen, sonst was. Nicht dein Ernst, ey. Zum Kotzen. Die Karte habe ich nämlich dummerweise nicht in meinem Deck. Die gab es einfach nicht. Die wurde mir gar nicht angeboten, die Karte. Damit haben wir verloren. Schön. Echt schön. So. Gut gespielt. Ja, was anderes blieb nicht übrig, du Arschloch. Dann könnten wir uns heilen. Wir könnten den Kriegsgolem ausspielen. Wir spielen noch einfach mal den Kriegsgolem aus. Dann 1, 2, 3, 7, 8 Schaden macht er. Dann machen wir erstmal so. Irgendwie. Die Wahrheit ist mein Schild. Nee, das war's. Keine Chance. Schön. Schilde hoch. Weil ich ja eigentlich gedacht habe, ich würde einigermaßen vernünftig spielen gerade. Zumindest, dass ich das, was ich gespielt habe, gar nicht so schlecht gemacht habe. Aber... Das scheint nicht der Fall zu sein. So, er haut 2, 5, 6, 8, 12, 17 Schaden macht er insgesamt. Damit haut er mich auf jeden Fall weg. Ich frage mich, ob... So. Sind wir fertig. Wir können es natürlich noch hinauszögern, aber ansonsten können wir halt nichts machen. Natürlich hat er noch eine heilige Nova. Willst du mich veräppeln? 3? Der hat 3 heilige Nova in seinem... Alter, was haben die Leute denn für ein scheiß Glück mit ihren Decks? Das ist doch wohl nicht zu fassen. Nicht zu fassen, ey. Ich bin ein bisschen zickig, muss ich sagen. Guckt euch mal, was ich für ein verkacktes Drecksdeck habe. Im Gegensatz zu dem, was er da gerade hatte. Das ist doch wohl nicht euer Ernst, ey. Meine Fresse. Aber wie gesagt, es gab nichts. Es waren nur scheiß Karten in dem Deck. Da reg ich mich jetzt aber auf. Naja. Gut, lässt sich nicht ändern. Man muss halt in der Arena, muss man eben mit dem Deck klarkommen, was man sich zusammenstellt. Und man muss sich eben das Deck zusammenstellen anhand der Karten, die man vorgeschlagen bekommt. Müssen wir mal sehen, wie wir es demnächst machen. Vielleicht werde ich einfach mal demnächst so spontan einen Livestream einstreuen. Wo wir uns dann zusammen, beziehungsweise wo ihr mir dabei helft, ein ideales Deck zusammenzustellen. Für die nächste Arena-Runde in Hearthstone. Vielleicht liegt es ja einfach nur am Deck.
Man weiß es nicht. Vielleicht hätte ich es ja doch noch besser machen können. Aber ich bin der Meinung, wie gesagt, also ihr hättet das mal sehen sollen. Ich hätte es vielleicht aufnehmen sollen, dann hättet ihr es gesehen. Naja. Gut. Wie auch immer. Gucken wir mal. Wir haben ja noch eine Niederlage haben wir noch offen. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch einen zweiten Sieg morgen zusammen. Man weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Sonntag. Bis dann und tschüssi.